Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Das hier ist das Sony Xperia X, eines der ersten Smartphones von Sonys neuer X-Reihe. Hardware-technisch kann man das Ding ganz klar der Oberklasse zuordnen. Mit einem Preis von momentan etwa 500 bis 550 Euro kostet es aber ähnlich viel bzw. teilweise sogar mehr als das ein oder andere Flaggschiff der Konkurrenz. Und dafür kann man natürlich einiges erwarten. Und ob das Xperia X diese Erwartungen erfüllen kann, das erfahrt ihr jetzt in meinem Review. An der Stelle geht auch nochmal ein Dankeschön an notebooksbilliger.de, die mir das Xperia X zum Testen zur Verfügung gestellt haben. Wie auch schon im Unboxing erwähnt, werdet ihr mein Testgerät sehr, sehr bald gewinnen können. Weitere Infos dazu folgen im Laufe dieses Videos bzw. dann in den nächsten Tagen. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Mit 143x69mm zählt das Xperia X für heutige Verhältnisse sogar eher zu den kompakteren Smartphones. Es ist in etwa so groß wie das Samsung Galaxy S7, dabei ist es auch nur 7,7 mm dünn und wiegt 152 Gramm. Ich persönlich finde auch, dass es merkbar besser in der Hand liegt als noch das Xperia Z5. Das liegt natürlich zum einen daran, dass es insgesamt etwas kompakter ist, aber auch das nicht mehr ganz so kantige Design macht sich extrem positiv bemerkbar. Die meisten sollten das Xperia X also auch noch problemlos mit einer Hand bedienen können. Sony verbraucht diesmal ein 5 Zoll großes IPS-Display, das nach wie vor mit 1920x1080 bei etwa 441 ppi auflöst. Ansonsten findet ihr oberhalb des Displays noch eine Benachrichtigungs-LED, die Hörmuschel und eine 13 Megapixel Frontkamera, deren Qualität wir uns natürlich später noch genauer anschauen. Auf physische oder touchsensitive Tasten verzichtet Sony auch diesmal und setzt stattdessen wieder auf Onscreen-Tasten. Gut gefallen hat mir, dass nun auch das Sony Xperia X mit 2,5D Display Glas kommt. Die Displayränder könnten meiner Meinung nach zwar etwas kleiner ausfallen, aber dafür bekommt man hier wieder Stereo-Frontlautsprecher. Die Positionierung auf der Vorderseite finde ich schon mal sehr gelungen, die Klangqualität ist aber leider insgesamt nur durchschnittlich. Den Lautsprechern fehlt es einfach etwas an Lautstärke und sie klingen auch bei weitem nicht so kraftvoll wie die Boom-Sound-Lautsprecher der HTC-Flaggschiffe. Der Rahmen des Xperia X besteht wieder aus Metall. Auf der linken Seite finden wir dann den Einschub für eine Nano-SIM und eine MicroSD-Speicherkarte, der 32 GB groß interne Speicher kann also problemlos erweitert werden. Eine Sache, die mir hier extrem gut gefallen hat, war, dass man diesen Hybridschlitten ganz einfach mit den Fingern und auch ohne ein SIM-Eject-Tool oder dergleichen entfernen kann. Das kennen wir zwar schon von einigen Lumia-Smartphones, aber erwähnenswert fand ich es trotzdem. Auf der Unterseite findet ihr dann noch den Micro-USB 2.0-Anschluss sowie ein erstes Mikrofon. Auf USB Type-C hat Sony hier leider verzichtet. Außerdem ist das Xperia X auch nicht mehr wasser- oder staubdicht. Das fand ich auch ziemlich schade, denn dafür standen die Sony-Smartphones ja quasi immer. Auf der rechten Seite finden wir dann das vom Xperia Z5 bekannte Layout, also einen dedizierten Auslösebutton für die Kamera, die lauter Leisewippe sowie den Powerbutton. Alle Tasten sind wirklich sehr gut verarbeitet und haben einen ordentlichen Druckpunkt. In den Powerbutton hat Sony außerdem auch wieder einen Fingerabdrucksensor integriert. Das ist meiner Meinung nach aber der gleiche wie schon beim Xperia Z5, sprich er ist relativ schnell und zuverlässig, gerade für Linkshänder meiner Meinung nach aber eher suboptimal platziert. Auf der Oberseite befinden sich dann nur noch der 3,5 mm Klinkenanschluss und ein weiteres Mikrofon. Bei der Rückseite geht Sony diesmal neue Wege. Auch wenn sie auf den ersten Blick der des Z5 extrem ähnlich sieht, setzt man nun nicht mehr auf Glas, sondern auf Metall. Prinzipiell finde ich diesen Schritt ganz sinnvoll, da es ja immer wieder Probleme mit gebrochenen Glasrückseiten bei den Sony-Smartphones gab. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass sich das Xperia X bei weitem nicht so hochwertig anfühlt, wie jetzt beispielsweise ein OnePlus 3, ein HTC 10 oder Huawei P9, also eben andere Smartphones mit Metallrückseite oder Metallgehäuse. Das liegt meiner Meinung nach vor allem daran, dass das Metall ähnlich wie beim LG G5 mit Lack überzogen wurde. Also das Ganze fühlt sich eher wie Kunststoff und nicht wie Metall an. Das gilt zumindest für mein Testgerät in der Farbe Graphit. Es gibt das Xperia X aber auch noch in anderen Farben, also Weiß, Rose Gold und Lime Gold. Wir finden dann auf der Rückseite natürlich auch noch die 23 Megapixel Hauptkamera, die erfreulicherweise kaum aus dem Gehäuse hervorragt. Was die so kann, das schauen wir uns natürlich auch später noch genauer an. Der Akku hat diesmal eine Kapazität von 2620 mAh und er ist natürlich wieder fest verbaut. Ansonsten kommt das Sony Xperia X natürlich bereits mit Android 6.0.1 und mit Sonys hauseigener Xperia UI. Als Prozessor wurde der Qualcomm Snapdragon 650 verbaut. Das ist ein Hexacore-Prozessor. Dazu gibt es 3 GB RAM und auch LTE zur mobilen Datenübertragung ist natürlich mit an Bord. Die Xperia UI wurde optisch etwas aufgefrischt, was einem sofort
auffällt, das ist das neue Lockscreen-Design. Das ist mit seinem zum Homescreen durchlässigen Uhrenwidget wirklich schick anzusehen. Funktionell gibt es aber keine wirklichen Neuerungen. Das Smartphone wird über eine Wischgeste von rechts nach links oder von unten nach oben oder eben über den Fingerabdrucksensor ganz einfach entsperrt. Weitere neue Funktionen hat Sony bei der Bedienung eingeführt. So lässt sich die Benachrichtigungsleiste jetzt endlich komplett bis zu den Schnellzugriffen ausklappen, indem sie einfach über die Bildschirmmitte hinaus nach unten gezogen wird. Durch kurzes Herunterziehen werden wie gehabt nur die Benachrichtigungen angezeigt. Die Anzahl an Bloatware-Apps hat Sony reduziert, nur noch Amazon Shopping, der AVG-Virenscanner und die Social Network-Programme, also Facebook und Twitter, sind auf dem Speicher des Xperia X vorinstalliert. Allerdings mit einem Haken, keine davon darf deinstalliert werden, ihr könnt sie nur deaktivieren, das fand ich auch etwas schade. Etwas schade fand ich auch, dass nun SwiftKey als Tastatur vorinstalliert ist und nicht mehr Sonys eigene. Das mag jetzt irgendwie Geschmackssache sein, aber ich fand die Sony eigene immer deutlich besser. Insgesamt wirkt die Xperia UI nochmal etwas moderner und funktionaler, das hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Überzeugt hat mich das Xperia X auch in Sachen Performance. Auch wenn der Qualcomm Snapdragon 650 definitiv kein High-End-Prozessor ist, macht er seine Aufgabe extrem gut. Apps starten und schließen extrem schnell, das gesamte Bedientempo ist auf einem ziemlich hohen Niveau und was die Alltagsperformance angeht, gibt es quasi kaum Unterschiede zu einem Samsung Galaxy S7 oder HTC 10. Positiv fand ich auch, dass das Xperia X bei weitem nicht mehr so schnell warm wird wie die Smartphones der Z-Reihe. Auch mit aktuellen Spielen hat das Xperia X natürlich keine Probleme. Ich befürchte aber, dass sich das in Zukunft noch ändern könnte. Wenn wirklich mal aufwendigere Spiele für Android erscheinen, dann könnte der Prozessor nämlich tatsächlich schnell an seine Grenzen geraten. Was Sony auch merkbar verbessert hat, das ist das Display und zwar in fast jeder Hinsicht. Gut, was die Schärfe angeht, gibt es quasi keinen Unterschied im Vergleich zum Xperia Z5. Die Auflösung empfinde ich immer noch als absolut ausreichend und alles wirkt gestochen scharf. Das Kontrastverhältnis ist jetzt aber merkbar besser als beim Z5 und auch die Displayhelligkeit konnte Sony gefühlt nochmal verbessern. Selbst an sonnigeren Tagen lässt sich das Display des Xperia X ohne Probleme ablesen, also das hat mir extrem gut gefallen. Das gilt auch für die Blickwinkelstabilität. Die ist zwar noch immer nicht ganz so gut wie bei Apple oder HTC, aber insgesamt doch mehr als ordentlich. Und dann wäre da natürlich auch noch die Kamera. Das Interface ist größtenteils unverändert und alle wichtigen Modi sind natürlich vorhanden. Leider kann das Xperia X Videos nur noch maximal in 1080p mit 60 Frames per Second und nicht mehr in 4K aufnehmen. Das dürfte wohl auch irgendwie dem Prozessor geschuldet sein, dass das Gerät nach ein paar Minuten Videoaufnahme überhitzt. Das stimmt übrigens. Die Videoaufnahme brach bei mir zwar nicht ab, aber ich konnte nach etwa 10 Minuten Filmen erstmal nicht mehr alle Funktionen der Kamera nutzen und musste dann warten, bis sie abgekühlt war. Komischerweise fühlte sich das Gehäuse trotzdem nicht irgendwie unangenehm heiß an. Nervig ist das aber natürlich trotzdem. Gut gefallen hat mir auch der Autofokus. Neu ist der sogenannte prädiktive Autofokus. Durch ihn werden bewegte Motive im Sucher mitverfolgt und im Fokus gehalten. Welche das sein sollen, das könnt ihr selbst durch Antippen auf dem Sucher bestimmen. Tatsächlich funktioniert diese Objektverfolgung bei guter Sinnenausleuchtung zuverlässig. In schlechter beleuchteten Innenräumen jetzt beispielsweise unentsprechend längerer Belichtung hilft aber auch das nichts gegen die übliche Bewegungsunschärfe. Wie sieht es nun aber mit der Bildqualität aus? Kann Sony da endlich zu Samsung, Apple und Co. aufschließen? Die Antwort ist leider nein. Bei guten Lichtbedingungen macht das Xperia X auf den ersten Blick ziemlich gute Aufnahmen. Bei genauerem Hinschauen fällt aber auf, dass die Aufnahmen vor allem in Sachen Bildschärfe und Dynamikumfang nicht mit der Konkurrenz mithalten können. Außerdem werden hellere Bereiche gerne zu stark überbelichtet. Das kennen wir ja so auch von älteren Sony-Smartphones. Das setzt sich dann leider auch bei schlechteren Lichtbedingungen fort. Hier fällt ziemlich schnell ein merkbares Bildrauschen auf. Ich persönlich kann da überhaupt keine Verbesserungen im Vergleich zum Xperia Z5 erkennen. Hier hinkt Sony also immer noch hinterher. Die Frontkamera hingegen würde ich insgesamt als ziemlich gut bezeichnen. Sie hat zwar, was die Bildschärfe angeht, ähnliche Probleme wie die Hauptkamera, aber verglichen mit der Konkurrenz spielt das Xperia X hier trotzdem relativ weit vorne mit. Die Sprachqualität ist insgesamt wirklich ordentlich und gefühlt auch etwas besser als beim Z5. Der Gegenüber klingt nun bei weitem nicht mehr so blechern. Was Sony auch verbessert hat, das ist die Akkulaufzeit. Ich war da ehrlich gesagt extrem skeptisch, denn 2620 mAh sind für heutige Verhältnisse ja wirklich nicht viel. Trotzdem ist die Akkulaufzeit besser als beim Xperia Z5. Durch den Tag kam ich eigentlich immer problemlos und selbst 1,5 Tage waren oft möglich. Die Display-On-Time war dabei meistens bei ca. 5 Stunden. Das ist natürlich noch immer nicht so gut wie bei älteren Sony-Smartphones, also beispielsweise dem Z3 oder dem Z2, aber eben auch merkbar besser als beim Xperia Z5. Damit wären wir jetzt auch schon wieder beim Fazit angelangt und wir beginnen natürlich mit den Punkten, die für das Sony Xperia X sprechen. Da hätten wir zum einen die wirklich hervorragende Verarbeitung und ich habe auch wertiges Design geschrieben.
Wie gesagt, es fühlt sich jetzt nicht ganz so hochwertig an wie die Konkurrenz oder wie der Großteil der Konkurrenz, aber trotzdem ist es auch auf keinen Fall ein billiges Smartphone. Also man merkt auf jeden Fall, dass unter diese Lackierung Metall steckt, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, es ist, also ich denke, dass sehr, sehr vielen dieses Smartphone trotzdem gut gefallen dürfte. Klar, das Sony-Design ist jetzt nicht mehr das neueste, das aktuellste, aber meiner Meinung nach immer noch ziemlich schön. Auch das Display hat mir sehr gut gefallen. Das wurde, wie gesagt, vor allem in Sachen Helligkeit und auch was das Kontrastverhältnis angeht, nochmal verbessert. Auch die Performance ist sehr, sehr gut, obwohl wir hier einen vergleichsweise schwachen Prozessor haben oder ich sage jetzt einfach mal keinen High-End-Prozessor, ist die Performance Stand heute wirklich auf High-End-Niveau. Was ich auch noch gar nicht erwähnt habe, das ist die Audioqualität. Die war ja bei Sony schon immer ganz gut. Mittlerweile hat man aber eine ähnliche Funktion wie HTC beim HTC 10, also dass man verschiedene Audioprofile einstellen kann, beziehungsweise dass man die Kopfhörer kalibrieren kann, also jedem unterschiedlichen oder jedem anderen Kopfhörer ein unterschiedliches Profil zuordnen kann, und dadurch wird die Audioqualität nochmal einen Tick besser. Also das hat mir auch ziemlich gut gefallen. Wie gesagt, ich meine aber wirklich nur die Audioqualität mit Kopfhörern und eben nicht über die integrierten Lautsprecher. Es gibt aber auch einige Kontrapunkte, allen voran für mich persönlich immer noch die Kamera. Ich verstehe einfach nicht, wieso Sony das nicht gebacken bekommt. Ich meine, die liefern Kameramodule für Apple, für Samsung und so weiter, aber bei den eigenen Smartphones bekommen sie es irgendwie nicht hin. Dazu kommt eben, dass die Kamera dann überhitzt, wenn man mal 10 Minuten in 1080p mit 60 Frames per Second aufnimmt und überhaupt nicht mehr in 4K aufnehmen kann. Also das ist schon alles irgendwie ziemlich enttäuschend. Ansonsten habe ich noch geschrieben, dass es kaum nennenswerte Features gibt. Was meine ich jetzt damit? Das Ding ist nicht mehr IP68 zertifiziert, wir haben kein USB Type-C, kein Wireless Charging oder dergleichen. Also das ist schon alles irgendwie ziemlich schade, vor allem verglichen mit der Konkurrenz. Die haben immer noch doch so ein, ja, Alleinstellungsmerkmal ist das falsche Wort, aber eben irgendwas, was heraussticht, und das hat Sony hier leider gar nicht mehr. Früher war das die Tatsache, dass die Dinger immer wasserdicht waren, aber das ist ja jetzt, wie gesagt, nicht mehr der Fall. Und dann wäre da natürlich auch noch der Preis. Der Preis ist einfach zu hoch. Momentan sind wir bei um die 500 Euro. Die UVP liegt bei 599 Euro, aber das ist einfach viel zu viel. Vor allem für so ein Smartphone mit einem Mittelklasse-Prozessor. Ihr müsst euch mal immer ins Gedächtnis rufen, für 399 Euro bekommt man ein OnePlus 3, und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, das ist insgesamt einfach das bessere Smartphone und noch dazu eben günstiger. Oh Mann, Sony. Dieser Satz beschreibt das Xperia X meiner Meinung nach ziemlich gut. Ich will das Ding jetzt auf gar keinen Fall schlecht reden, denn wie schon mehrmals erwähnt, es ist definitiv kein schlechtes Smartphone. Ja, Sony bekommt es irgendwie immer noch nicht gebacken, in seinen eigenen Smartphones auch mal anständige Kameras zu verbauen. Und ja, ich bin auch der Meinung, dass das Xperia X dem Xperia Z5 viel zu ähnlich ist und dass es nicht irgendwie genügend Unterschiede gibt, um das tatsächlich als neues Smartphone zu vermarkten. Gleichzeitig muss man aber auch ehrlich sagen, dass Sony einige Dinge verbessert hat, zum Beispiel das Display oder auch die Akkulaufzeit. Also das darf man auch auf gar keinen Fall vergessen. Das Hauptproblem des Xperia X ist aber eben einfach der Preis. Würde das Ding jetzt 350 Euro kosten, dann könnte ich es euch definitiv auf ganze Linie weiterempfehlen. Es kostet aber momentan eben 500 bis 550 Euro und ich denke, dass das Sony Xperia X dafür kaum Käufer finden wird, denn mal ehrlich, der Preis ist einfach zu hoch. Dafür bekommt man nochmal deutlich bessere Smartphones und ja, der Preis muss sinken, ansonsten wird sich das Xperia X meiner Meinung nach nicht besonders gut verkaufen. Ich persönlich bin jetzt ziemlich auf das Xperia X Performance gespannt, das soll ja jetzt nun auf einmal doch nach Deutschland kommen. Ich hoffe, dass ich das auch sehr bald testen kann, denn das soll ja dann das richtige Flaggschiff sein. Und wie gesagt, mal schauen, wie sich das Ding dann so schlagen wird. Aber ja, das war mein Review des Sony Xperia X. Wie jetzt in den letzten Tagen schon mehrmals erwähnt, werdet ihr das Ding sehr, sehr bald gewinnen können. Dazu folgt dann in den nächsten Tagen nochmal ein extra Video, wo ich euch erklären werde, wie ihr gewinnen könnt. Würde ich mir ehrlich gesagt auf keinen Fall entgehen lassen, denn wie gesagt, 500 bis 550 Euro ist zu viel für dieses Smartphone, aber ihr bekommt es ja dann kostenlos und dafür ist es wirklich ein klasse Smartphone. Aber ja, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage in diesem Sinne wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.